Ich bin Berkan Keke, bin 27 Jahre alt und ich habe Biotechnologie im Bachelor sowie auch pharmazeutische Biotechnologie im Master studiert. Pure Plant Biotech, das ist unser Startup, das wir haben. Unser Produkt ist ein hochwertiges CBD-Öl, das sehr aufgereinigt ist und es kommt Ende 23 oder Anfang 24 sollte es auf den Markt kommen. Im Gegensatz jetzt zu unseren Konkurrenten ist es halt hauptsächlich ein Zellkulturprodukt, das heißt wir produzieren es dann mit den pflanzlichen Zellen und nicht mit der ganzen Pflanze, wie es auf dem Feld ist. Mein Name ist Bettina Ledergerber, ich bin 26 Jahre alt und ich bin der CCO bei Pure Plant Biotech, also der Chief Customer Officer. Wir sind jetzt eigentlich grundsätzlich auf der Suche nach Investoren, weil um unser Produkt herzustellen, brauchen wir halt die nötige Infrastruktur, ein Labor, das entsprechend eingerichtet ist und das wäre eigentlich so der Stand von unserem Startup. Wir sind zu dritt, wir haben einmal Bettina Ledergerber. Dann haben wir natürlich auch Marina Peric, sie ist unser CTO und ist halt mit mir dann später zuständig für die Kultivierung und die ganzen Prozessabläufe, bis wir das Produkt eigentlich hergestellt haben. Ich als CEO bin halt hauptsächlich dann zuständig für die Selektion der Pflanzen und halt für die Kultivierung an und für sich am Anfang. Wir fangen eigentlich an mit einem Samen von der Hanfpflanze. Und weil die relativ glatt sind, können wir die sehr gut oberflächensterilisieren. Die kommen dann auf ein Nährmedium oben drauf, was halt eben ein bisschen aussieht wie so Wackelpudding. Die kommen dort drauf und der Samen kann dann wachsen und dann es gibt so eine kleine Pflanze, die schon steril ist. Aus dieser Pflanze entnehmen wir dann ein Blatt und wenn wir die dann ein bisschen so einschneiden, kommt die dann auf ein neues Medium drauf, was halt auch wieder so Wackelpudding-Konsistenz hat. Und auf diesem Nährmedium wachsen so unspezifische Zellen. Und die kann man dann halt immer Schritt für Schritt vermehren. Wenn die vermehrt sind, wäre das dann halt das Ziel, dass die in eine Suspensionskultur, also in ein flüssiges Medium reinkommen und dort dann halt vergrößert werden. Also wir machen dort dann auch eine Maßstabsvergrößerung, sodass man dann vom Flüssigen dann effektiv halt in 50, 100 Liter oder mehr das produzieren kann, bis wir dann unser Endprodukt aus den Zellen rausholen können. CBD ist wirklich so ein bisschen eine verpasste Chance, sei es jetzt im medizinischen oder halt irgendwie als Food Supplement oder sonst irgendetwas, weil es wird halt relativ immer so ein bisschen negativ angehaucht. Aber unser Ziel ist es effektiv auch durch unsere Website, die wir haben, dass wir dort die Leute aufklären, dass es effektiv ein medizinisches oder halt ein heilförderndes Produkt ist und dass man dort eigentlich gar keine großen Bedenken haben muss. Ich konsumiere CBD-Öl auch. Genau. Hauptsächlich, wenn ich beispielsweise Kopfschmerzen habe. Ich leide leider relativ häufig an Kopfschmerzen und bevor ich halt zu einem Medikament, zu einer Tablette greife, nehme ich lieber ein pflanzliches Mittel und da eignet sich CBD-Öl hervorragend. Vielleicht eher, dass sie ein bisschen manchmal streng ist. Also das würde ich eher vielleicht als Negativpunkt sehen. Aber sonst fällt mir jetzt eigentlich wirklich nichts drin ein, wo sie wirklich schlecht ist. Ja. Ich kann da vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Gerade wenn jetzt Berkan zum Beispiel die Zellen züchten sollte, dann wäre ich diejenige, die kommt, sind sie endlich fertig? Ja, das wäre ich. Das ist so, ja, das stimmt, genau. Ja. Wir haben eigentlich immer Spaß, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ein Grundpfeiler, den man ein bisschen braucht, dass man Leute um sich herum hat, vor allem wenn man irgendwie ein Startup machen möchte, dass wirklich, dass man eigentlich immer gute Laune hat, weil es gibt jedes Mal und immer irgendetwas, was nicht klappt oder irgendetwas, was irgendwie schief geht. Und da braucht man Leute, die halt auch mal ja, darüber lachen können und genau. Das auch locker sehen. Und dann ergänzen wir uns gut. Genau, ja.